Hey Freunde, willkommen zurück in Falkenstein. Hier ist wieder euer Marito, der exzellente Dachbauer. So, können wir hier nicht irgendwo so eine Laterne hin? Ja, passt. Wir sind immer noch an unserer Metzgerei dran. Ja. By the way, wir könnten eigentlich wieder mal die Tiere hinten füttern, damit diese sich vermehren. Böhmen und Mähren. Zack, einmal hier drauf drücken. Dann kommen die Tiere hoch. Einmal rundherum. Zweimal die Herzen. Passt, sie machen Knickknack. Und dasselbe hier drüben. Die Herzen sprühen nur so vor lauter Knickknack. Und auch natürlich hier, ja. Knickknack. So. Wir sind natürlich noch nicht ganz fertig jetzt hier mit unserer Metzgerei. Gerüst können wir hier schon abbauen. Wir müssen hier noch seitlich die Giebel zumachen und natürlich hier ein Geländer dran zwirbeln. Und um etwas zwirbeln zu können, generell, brauchen wir erstmal wieder Holz. Und jetzt schaut es schlecht aus. Freunde. Und wir müssen eben mal da hinten einen Baum fällen. Wir haben hier extra zwei große Bäume gepflanzt, ne? Falls man mal Holz braucht. Und da wäre auch noch eine Birke, schau mal. So. Uff. Ich hoffe, dass ich werde jetzt hier ein bisschen AFK stehen bleiben. Also AFK war jetzt falsch. Offscreen stehen bleiben. Bei meiner Lederfarm. Und hier einfach immer wieder die Kühe ein bisschen füttern, durchfallen lassen, groß werden lassen, sie verbrennen und so, ne? Damit wir eben an diese 20 Stacks Leder rankommen, die wir so dringend benötigen in Falkenstein. 3 Stacks, wie gesagt, kriegen wir von der lieben Eva im Tausch gegen Obsidian und Diamanten. Rest vom Schützenfest müssen wir uns hier selber erfarmen. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall dann gleich Gehäder. Gleich genug Fichtenholz, um oben fertig zu machen. Vermute ich. Gehe ich mal davon aus, ne? Oder was meint ihr? So. Oh, jetzt haben wir ein Plätzchen gemacht. Hoch. Da jetzt noch so viel. Wieso geht es denn da jetzt noch so weit rauf bei dem Baum? Ach, ich sehe schon Sonnenstrahlen. Wie schön. Ey, wie riesig ist denn der wirklich? Da geht es ja noch voll weit hoch. Hätte jetzt nicht erwartet, dass da noch so weit rauf geht. Ich sehe schon die Kommentare. Marito, du bist voll die Flasche, kannst nicht mal einen Baum richtig abbauen. Ich weiß auch schon, wer dieses Kommentar schreiben wird, Marc. So. Nee. Spaß beiseite. Das war jetzt, der war jetzt tatsächlich viel, viel höher, als ich ihn geschätzt hatte. Aber ist ja eh gut, ne? Passt auch alles. So. Gut. Heute gehen wir mal wieder durch die Steinziegelgasse, ne? Ich gehe da so gern durch. Ist einfach, ich finde es so schön hier gerade mit dem Pub hier links.
echt gut geworden. So, wir hatten schon übrigens lange keinen Besuch mehr von dem bösen Burschen. So, das waren die Pferde. So. Machen das jetzt mal so, ne? Ups. Das habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, dass wir das so machen. Hier machen wir es so rüber. Und hier auch. Dann machen wir es erstmal so. Und so. Und so rüber. Ja. Dann machen wir hier einmal in der Mitte so rüber. Okay. Nehmen wir jetzt mal unser. Fahren darauf. Machen das so. Und hier so. Und jetzt. Machen wir damit Fichtenholz oben mal zu. Drüben auch. Hier seitlich. Okay. Kommt die Tür rein. Geht eh nicht anders. Ist eh nur da rein, die Tür. Haben wir jetzt noch irgendwas zum Ausleuchten mit? Nee. Irgendwas holen. Pack jetzt oben Fackeln rein, Leute. Da haben wir noch genug. Da sehe ich gerade was. Das darf nicht sein. Da gehört doch hier ein Stämmlein rein. So. Haben wir noch Glas? Ach, das hätte jetzt aber auch gleich mitnehmen können. Herr Sakra. Sakrament. Hier so. So können wir es beleuchten. Das schaut doch schön aus. Das schaut doch mal überlegt und schön aus. Also so habe ich, glaube ich, eh noch kein Haus beleuchtet. Das gefällt mir. Ja, das gefällt mir. Eine Birkentür hätte ich hier gern. Dann hätte ich da oben gern oder darauf gerne Falltüren. 16 Stück werden, glaube ich, zu wenig werden. Wir brauchen auch mal kurz unser Bettle. Denn wir können nur nachts schlafen oder während eines Gewitters, ihr wisst's. Nämlich jetzt. Ja. Jetzt ist Nacht. So. Der gehört nicht hin, ne? Ja. So.
Jetzt nehmen wir kurz mal. Ich brauche jetzt nochmal. Oder sonst jetzt noch einen, der was falsch gesetzt ist, ne? 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 Ah! Geht das jetzt genau dem einen nicht aus? Scheint so. Scheint so. Hm, zack. Nehmen wir jetzt hier kurz mal irgendeinen Block, ne? Den was wir da ransetzen, damit wir den da drauf setzen können. Nee, so nicht. So. Passt. Der weg, der. So, 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 so. Ja, optimal. Optimal. Phänomenal, Marito. Phänoptimal. So. Was kommt da oben rein? Ihr wisst es doch. Ihr wisst es doch. Ihr wisst es, das doch. Glas. Haben wir nur das Glas? Ja, wurscht. Nehmen wir das schöne Glas. Nee, ich will eigentlich nicht das schöne Glas nehmen. Hammer. Die Störf ist mir jetzt schon so oft aufgefallen und immer wieder renne ich dran vorbei, ohne was zu tun. Ihr habt's gesehen. Ihr habt's auch gerade gesehen, oder? Alter. Was soll ich denn da machen nur? Es sind halt überall diese Kellerasseln, ne? Die Silberfische drin, das ist... Boah, was soll ich denn da machen? Oh, da haben wir auch noch so ein Glas. Siehst du, da haben wir noch normale Scheiben, das ist doch gut. Da bin ich echt ein bisschen ratlos, Leute. Wahrscheinlich gehören da einfach alle Blöcke ersetzt, nur... Boah. Schön große Fensterfront für Mike und seine Familie. Und das hier schön Licht durchflutet. Ups. Ist. So, und wie machen wir das jetzt hier? Wir machen jetzt hier im Endeffekt so eine Abdrehung. Hier kommst du rein, ne? Kommst du mal hier so rein. Dann gehst du hier so rüber. So. Okay. Dann hast du hier den Küchenbereich. Dann hast du hier Küche. Essbereich. Ja. Und dann sind hier im Endeffekt zwei ein offenes Schlafgemach, ja. Hier drüben schlafen die... Hier drüben schlafen die Kinder. Ecke kommen jetzt aber sofort. So, holen noch Betten und so. Lass mal so offen auch. Ja? Kommst rein. Ich höre überall die Silberfische da drunter, ne? Kann es echt nicht sein. Es ärgert mich brutal. Es ärgert mich wirklich brutal. So, wir brauchen noch Betten.
So. Und dann nehmen wir hier noch drei mit. Brauchen wir auch. Mia Chiara ist auch da. Glatterstein. Brauchten wir noch was? Mike Metzger. So. Einen Ofen hätten wir hier noch gern gehabt, einen stinknormalen. Dann haben wir hier die Anrichte noch, ne? Kennt ihr unser typisches Design? Er hat sich natürlich drei Tische unten, von unten mit nach oben genommen, der liebe Mike. Der hier übrigens noch eine Fackel drüber hat, ne? So. Ach. Marito, du Hirs. Du Hirsekopf. Hier sind die Kinder, hier schlafen die Eltern dann. Hier ist einfach der Raum so getrennt, ne? Gefällt mir zwar mit dem Fenster jetzt gerade gar nicht, ne? Das wisst ihr doch. So, machen wir es so. Dann haben wir schön abgetrennt und die Eltern haben ein bisschen Ruhe auch, ne? Wenn sie Knickknack machen wollen oder so. Und Mike hat übrigens drei Kinder. Der war sehr produktiv. So. Passt. Er hat da seine drei Kinder, da drüben schlafen Mike und sein Weibchen. Seine Frau natürlich. So. Natürlich hier alles ein bisschen abgetrennt, damit man auch ein bisschen Privatsphäre haben kann, ne? Passt. So. Ja, passt. Leute, somit ist unsere Metzgerei fertig. Gut. Jetzt heißt es im Endeffekt wirklich hier Kühe, 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 Kühe. Wie schaut es denn unten jetzt aus? Hier komme ich ja nicht rein, oder? Dass ich die Kühe... Nee, doch, ich würde reinkommen. Ich könnte hier unten auch die Kühe vermehren. Schaut mal. Oder? Geht das? Nee, geht nicht. Wenn ich das raus tue, warte mal. Okay, nein, ich kann ihnen so nichts zum Essen geben. Ich wollte jetzt was anderes probieren. Ja, genau. Das funktioniert leider so nicht, wie ich das wollte. Aber das wollte ich probieren. Weil sonst hätte man da nämlich durch die Kühe auch noch zusätzlich füttern können, weißt du? Einfach mal einen Test. Jo, ich würde sagen, liebe Leute, das war's für heute. Ich
schaue jetzt, dass die Kühe hier noch brav Knickknack machen. Oh nein. Die Kühe. Ja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba, euer Marito.